So, herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Ich sehe wieder wie ein normaler Mensch aus. Und ja, neue Session, neues Glück. Elwins Geschichte muss noch ein bisschen warten. Unighost, der Typ, der ist so ein Vielfraß hier. Der will so viele Sachen. Dann machen wir die Hauptstory. Oder? Kapitelquest ist es. Errichte Gebäude. Scheune. Errichte Gebäude. Materiallager. Errichte Gebäude. Holzschuppen. Errichte Gebäude. Nahrungsmittellager. Errichte Gebäude. Brunnen. Errichte Gebäude. Werkstatt. Fangen wir mal mit dem Brunnen an. Ich würde sagen, dass wir unser Dörfle so schön gestalten können. Würde ich doch sagen, dass wir so hier, ich werde die Scheune dann irgendwie weiter draußen platzieren oder mehr am Wasser oder so. Aber was ich ganz schön fänden würde, wäre, wenn hier so das Dorfzentrum ist. Und deshalb werde ich den Brunnen hier hinbauen. So. Zack. Dafür brauchen wir Holzstämme. Gut, den Brunnen werden wir hier hinbauen. Nahrungsmittellager und das Materiallager. Das gehört ja so ein bisschen zusammen. Und normalerweise ist es ja immer so ein bisschen an den Straßen angelegt, dass wenn man ja mit Tieren und so kommt, dass man wie heißt es? Da auch ordentlich abladen kann mit Kutschen und so. Aktuell können wir 24 Gebäude bauen schon. Nicht schlecht. Gut, dann nicht Gewinnung, weil da brauchen wir einen Holzschuppen. Den platziere ich dann am Waldrand. Nein, nicht das wollte ich. Ich wollte ein Materiallager. Zack. Und daneben bauen wir gerade das Nahrungsmittellager. So, schön, dass wir an den Straßenrand. Holzstämme und Holzstämme. Ja gut, dann haben wir das. Den Holzschuppen, den würde ich, weil es Sinn macht, das Ganze irgendwie am Waldrand oder so zu platzieren. Hier geht erst der Weg so entlang. Ich würde sagen, wir platzieren das hier. Nein, das war falsch. Das ist richtig. Holzschuppen. Ist zu uneben, um hier zu bauen. Ja, dann passt das doch. Perfekt. Eine Werkstatt, können wir die schon bauen? Tatsache, können wir schon bauen. Wo platzieren wir die am besten?
Wenn ja hier so das Zentrum ist, dann würde ich doch sagen, bauen wir es doch am Rande. Weil hier ist so der Jäger. Nee, so war gut. Perfekt. Kleiner Bauernhof, so. Dann geht hier nämlich so mal schon ein Weg durch. Ja, ist doch schön. Werkstatt, Holzschuppen, eine Scheune. Jetzt ist nur noch die Frage, wo platzieren wir die Scheune, weil wir brauchen ja Riesenfelder. Also ja, nicht wirklich Riesen XXL-Felder, aber wir brauchen ja Platz. Wenn das Lager da ist. Normalerweise. Gut, die habe ich halt schon mit Feldern reingeschissen. Das hier sieht gut aus. Ja. Gebäude. Warte mal. So. Ist schon ziemlich nah. Landwirtschaft, Scheune. Eigentlich war es schon gut. So. Also dann machen wir uns mal an die Arbeit und holen Holz. Fällt, dann kommt der nächste hier. Zack. Weg damit. Kommen sind die ganzen Holzstämme. So. Dann zuerst mal den Brunnen hier. Was? Der braucht ein Dach. Junge, ernsthaft? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Na gut, ich glaube, ich halt von hier weiter.
Befreie mich. Oh, gut. Immerhin nicht so weit weg. Das wäre jetzt bitter gewesen, weil es gab mal diesen Befreie mich Befehl und dann ist man dort gespawnt, wo man das Spiel begonnen hat. So. Ah, hier ist noch ein Holzstamm. Den nächsten Hammer. Ich freue mich schon, wenn wir Steinhammer und so bauen können. Macht dann das Leben deutlich einfacher. Oh, mir fehlt Stroh. Habe ich aber alles Stroh schon abgeerntet. Vielleicht gibt es hier vorne. Ja, hier vorne gibt es noch. Natürlich ein bisschen Licht für euch. So, erste Fackel schon down. Neues Level, Überleben. Ha. Ja. In der Nacht natürlich immer wieder bedrohliche Musik. Wie soll es denn auch anders sein? So, aber jetzt. Trinkschlauch mit Wasser. Eimer mit Wasser. Cool! Das heißt, wenn ich einen Eimer habe, stark wie eine Eiche, Überlebenssinn, erkennen von Stöcken, Steinen. Ja, das. Bessere Temperaturtoleranz. Gut, und was sagt die Technologie? Bogen, Stein, Pfeil, Vogelfalle. Ja, dann wird's Zeit für uns für die nächste Jahreszeit. Du musst dich aufwärmen. Oh nee. Jetzt ist kalt. Und wie wärme ich mich auf? Ich bräuchte Pelzdingens.
Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, beginnst du an Gesundheit zu verlieren. Um dies zu verhindern, musst du dich dem Wetter entsprechend kleiden. Wärmere Kleidung, das Aufsuchen eines Unterstufens, das Benutzen einer Fackel oder das Sitzen am Feuer können dir dabei helfen, dich warm zu halten. In Situationen, in denen du überhitzt bist, solltest du deine Kleidung gegen eine leichtere austauschen, um dich abzukühlen. Okay. Ja, das Feuer ist jetzt wirklich für die Katz. Okay, es ist arschkalt. Ich kann so nicht weitermachen. Ja, wir brauchen einen Pelz. Nein, wir verlieren Gesundheit. Und das nicht nur langsam. So, aber die Fackel. Ja, die hilft mir auch nicht wirklich weiter. Oh doch, die hilft mir weiter. Bratomir. Kann ich dir bei etwas helfen? Brauchen deine Hilfe, letzte Nacht gab es einen schrecklichen Sturm. Könntest du uns bitte helfen, die E-Mail gemacht haben zu tun? Hallo, hä? Hey, Jan Böhmermann! Komm her! Welcome. Wo finde ich? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, mach's gut. It was nice seeing you. Dreh dich dreimal im Kreis. Boah, ist die aber richtig arrogant. It's nice to meet you. Farewell. Hat hier niemand von euch einen Pelz? Hello there. Zeig mir deine Ware. I've got it. Whatever you need, I've got it. Ja, aber wieder Schweine teuer, ne? Ja. Have a good day. Ja gut, dann rennen wir halt mit der Fackel rum. Greetings, stranger. Best goods in the valley. Dieses Wirtschaftssystem hier macht es uns nicht leicht. Der vielleicht ein Pelz, so bei mir. Ja, das ist keck jetzt. Wir müssen den Winter überspringen. Sonst gehen wir drauf.
Baumfeld! Bumm! So. Gehen wir zum Typen hin. Ja, dann war einfach so konventionell, wie wir sind, mit Fackeln rum. Bratomir. Und hier. Digga, das wird. Das wird bitter.